Moin Moin, vor dem Einbau muss natürlich jetzt alles einmal ordentlich gereinigt werden. Dazu die Druckplatte einmal rundum mit Bremsenreiniger von Fettflecken von den Fingerabdrücken reinigen. Dann die neue Kupplungsscheibe, dazu die Torsionsfedern Richtung Druckfedern positionieren. Und als nächstes wird das Ganze zentriert. Dazu diesen Zentrierer benutzen, dass das Ganze wirklich genau ist. Das Ganze setze ich jetzt einmal davor. Das Zentrierwerkzeug dazwischen wird dementsprechend gespannt. Und jetzt ist das Ganze schön zentriert. Als nächstes mein Schwungrad reinigen. Mit Bremsenreiniger auch, dass der ganze Staub, der ganze Dreck weg ist. So, zur Montage der Druckplatte und Kupplungsscheibe diese drei Öffnungen auf die drei Nasen vom Massenschwungrad setzen. Jetzt über Kreuz alle sechs Schrauben nachziehen und ziemlich gleichmäßig. Dann demontiere ich das alte Ausrücklager, das wird einfach heruntergezogen. Die Ausrückgabel muss hier ausgehebelt werden. Dann kann die auch so entnommen werden. Ja, das Ganze, die ganze Getriebeglocke mache ich jetzt von dem ganzen Staub etc. sauber, auch mit Bremsenreiniger wieder. Und hier dieses Endstück von dem Ausrücklager, das entnehme ich auch. Das war jetzt auch im Set neu, das tausche ich dann mit aus. Die zwei Schrauben einmal lösen, dann kann das herabgehebelt werden oder heruntergezogen werden. Genau, so sieht das Ganze neu aus. Das setze ich jetzt wieder auf, montiere die zwei Schrauben. Und drücke das Ganze von der Ausrückgabel hier einmal wieder in die Position ein. Als nächstes fettig die Welle und die ganzen Positionen, wo etwas Bewegliches halt ist. Zum Beispiel an der Ausrückgabel. Dann setze ich noch minimal Fett an die Anlegeflächen, wo die Schrauben reinkommen. Und das war's dann. Als nächstes wird das Getriebe wieder reingehoben. Muss dann etwas reingedreht werden, dass es wieder auf die Welle sich setzt. Und in umgekehrter Reihenfolge jetzt alle Schrauben anziehen, alle Stecker wieder ansetzen, die Kabellage wieder einklipsen, die Antriebswellen wieder einsetzen, wieder festschrauben. Dann kommt der Nehmerzylinder von oben wieder rein und dann wird schon das ganze Schaltgestänge wieder drauf gebaut. Und im Anhang darf man natürlich das Ölen nicht vergessen. Ja, das Getriebeöl sauge ich mir in eine große Spritze ein, gehe dann mit dem Schlauch in die Öffnung, wo das Getriebeöl ausgelassen worden ist. Und pumpe so viel Getriebeöl ein, dass das Ganze anfängt minimal wieder auszulaufen. Dann ist der Füllstand in Ordnung und das Ganze kann verschraubt werden und ist somit neu befüllt. Ich zeige hier jetzt einmal, wie man das Kupplungssystem entlüftet. Weil hier zum Beispiel der Nehmerzylinder jetzt ausgetauscht worden ist, aber auch wenn man die Flüssigkeit einmal gewechselt haben möchte, weil die verdreckt ist. Also hier der Nehmerzylinder, da habe ich ein Entlüftungsventil drauf. In meinem Fall ist der Schlauch schon aufgesetzt, aber hier von dem Gerät, da gehe ich auf 2 bis 3 Bar. Ganz normale Bremsflüssigkeit wird verwendet. Das Ganze schließe ich hier oben an dem Behälter für die Bremsflüssigkeit an. Und wenn der Druck dann soweit besteht, dann gehe ich an das Auslassventil von dem Nehmerzylinder, öffne das ganze Ventil und dann sieht man schon, wie die Flüssigkeit herausgedrückt wird und die ganzen Luftblasen mit rausgedrückt werden. Eventuell könnte man da auch nachhelfen, indem man das Kupplungspedal etwas betätigt. Das heißt, das Ventil einmal wieder schließen, ein paar Mal das Pedal getreten haben. Dann öffnet man das Ventil und dann sollte die ganze Luft auch rausgedrückt werden.